Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst irgendwelche unerwünschten Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genauso tun. Das ist Murphys Gesetz. Und warum man mit klaren Prozessen und mit einem passenden Risikomanagement Murphys Gesetz zwar nicht verhindern, aber zumindest abmildern kann, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Da Risiken in Unternehmen, Risikomanagement und Prozesse ganz eng zusammengehören, habe ich mir vorgenommen, eine ganze Videoreihe zu diesem Thema zu erstellen: Risikomanagement, Risiken und vor allem Prozessrisiken. Neben Murphys Gesetz gibt es da ja noch das Finagle-Gesetz. Ich weiß, ob Sie es schon kennen, aber alles, was schief gehen kann, wird schief gehen und das im ungünstigsten Moment. Denken Sie zum Beispiel daran, Sie wollen ein wichtiges Verkaufsgespräch führen, dazu haben Sie eine Präsentation vorbereitet und die wollen Sie noch schnell ausdrucken. Und dann ist der Toner leer und der neue Toner ist zwar bestellt, aber eben noch nicht geliefert. Edge! Sie müssen morgens zu einem wichtigen Termin steigen ins Poolfahrzeug von Ihrem Unternehmen und Edge, der letzte Fahrer hat es nicht vollgetankt. Morgen wollen Sie endlich das Backup-Thema angehen, also die Datensicherung von Ihrem Unternehmen auf neue Füße stellen. Edge, heute schmiert die Festplatte ab. Das Leben steckt also voller Risiken, aber eben auch voller wunderbarer Chancen. Und wenn wir es schaffen, etwas mehr Chancen zu nutzen, als dass sich Risiken in negativen Auswirkungen bewahrheiten, dann sind wir doch dem Glück schon ein ganzes Stückchen näher gekommen. Also, akzeptieren wir einfach, dass Risiken zu unserem Leben dazugehören. Das Risiko, von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden, hat sich mittlerweile erledigt. Aber das Risiko, von einem Lastwagen überfahren zu werden, ist heute sicherlich höher als in der Steinzeit. Und damit sind wir wieder beim ganz wichtigen Erkenntnis bei dem Risikomanagement. Risiken ändern sich im Laufe der Zeit und im jeweiligen Kontext. Aber was ist jetzt genau ein Risiko? Also ein Risiko ist laut Duden ein möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, die mit Nachteilen, Verlust oder Schäden verbunden sind. Das ist jetzt relativ weit gefasst und beinhaltet jede unserer Aktionen, die einen möglicherweise schlechten Ausgang haben kann. Und so ist die Einstellung neuer Mitarbeiter immer ein Risiko, das wir versuchen zu minimieren, indem wir zum Beispiel Zeugnisse begutachten, Gespräche führen, Arbeitsverträge mit Probezeit schließen und Ähnliches. Das dient also der Risikovorsorge, falls die Chemie mit dem neuen Mitarbeiter oder die Arbeitsweise eben nicht stimmen sollte. Drohende Schäden wären halt sonst vielleicht lange Fristen, lange Kündigungsfristen zum Beispiel, mögliche Klagen vom Arbeitsgericht, schlechte Stimmung im Betrieb, was auch immer. Wir sorgen also vor, dass eben beide Seiten eine gewisse Absicherung haben. Und die Risiken, die im betrieblichen Umfeld vorkommen, versucht man eben mit Risikomanagement in den Griff zu bekommen. Und manche Risiken sind dabei so typisch und so häufig, dass der Gesetzgeber sogar mit Vorschriften erlassen hat, wie mit solchen Risiken umzugehen ist. Denken Sie zum Beispiel an den Erste-Hilfe-Kasten, der in jedem Betrieb gut erreichbar vorzuhalten hat. Das ist der Erste-Hilfe-Kasten natürlich nur ein Mittel, um die Schadensauswirkung von eingetretenem Risiko zu minimieren. Sprich, wenn sich jemand verletzt, dann muss man, und dieses Risiko quasi eine Gesundheitsgefährdung eingetreten ist, dann muss man halt mit dem Erste-Hilfe-Kasten denjenigen gleich erst versorgen, bevor er eben in professionelle Hilfe gegeben werden kann. Aber besser wäre es doch eigentlich, wenn das Risiko, dass sich jemand verletzt, gar nicht erst die Realität wird, oder? Und damit gehen wir in den folgenden Videos genauer auf den Grund. Also abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keins von diesen Videos zum Risikomanagement verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir etwas detaillierter mit dem Risikomanagement im Unternehmen beschäftigen. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.